Cheers. Damit ein Hallo und herzliches Willkommen zurück zu der Pokémon Heart Gold, Soul Silver, Soul Link in der Randomizer Challenge. Ich wollte Nasenlocken hinzufügen, aber dann hättest du mich auch mal hören können. Mit Josh zusammen! Ja! Hi! Na? Ach, ich finde die Musik immer so entspannt von Pokémon. Ja! So! Ja, wir wurden angerufen. Tom war der Meinung, mich wieder anzurufen. Hallo, ich bin's, Tom, alles okay? Neulich habe ich beobachtet, wie mein Frostelka einige Bären fraß. Es schien das Mal zu genießen. Also aß ich auch welche. Ich weiß nicht, ob die Leute diese essen sollten, aber sie schmecken wirklich gut. In Ordnung, bleib sauber. Genau das hast du mir letzte Folge auch schon erzählt. Aber danke, dass du mich daran erinnerst. Oh, ich habe die Mutti von Bill gefunden. So, ich habe gehört, wir machen jetzt krasses. Wir fangen krass Pokémon. Wir suchen noch Pokémon, ja. Wir suchen Pokémon, wir gehen angeln in den Städten, wo wir angeln gehen können. Hatten wir die Angel bekommen? Wir haben eine Angel bekommen, ja. Ja, okay. Konnte man die nicht auch registrieren? Oder konnte man die in der Generation nur eins? Wollten wir nicht erst angeln in den Städten, wenn wir fliegen können? Ja, ich wollte jetzt nicht zurücklaufen. Aber ich meine, die Arena mit Geist, da ist schon kritisch. Ja, ich kann ja gedacht, so. Also, wir gehen auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal oben auf die Route. Da gibt's auf jeden Fall ein Pokémon. Dann kann man im Nationalpark eins fangen, ohne das Käferturnier. Und danach vielleicht auch noch eins. Aber ich bin mir nicht sicher. Sagen wir, dann dürfen wir das Käferturnier ja gar nicht mehr nutzen, oder? Das Ding ist halt, das Käferturnier. Die Pokémon sind so oder so random. Also, beim Käferturnier gäbe es bessere Pokémon als im Original. Als ohne im Originalspiel. Aber das ist ja eh random bei uns. Also. Ja, also können wir lieber normal reingehen, ne? Ja, vor allem hast du dann halt alle Pokémon. Stell dir vor, so, ich habe jetzt den Typ hinter dem Doppelkampf, habe ich jetzt hier gerade nochmal. Ja, den hab ich gestern. Ja, vor gestern. Euch. Vorgestern. Vielleicht, oder vor 3 Tagen. Weiß ich nicht. Der habe ich schon geklatscht. So, Crawcard zerschnallt. Übrigens, Leute, ich habe nachgeguckt, ob es eine schlechte Idee war, Togekiss zu entwickeln. Ja, es lernt keine Attacken mehr. Aber es hätte sowieso nichts Gutes in der 4. Gen gelernt. Also war es eigentlich doch eine gute Entscheidung, weil es jetzt einfach stärker ist. Und wir müssen, das ist jetzt unser Gamblemon, was stark wird, sobald wir geile TMs finden. Ja. Das ist halt so, was anderes ist es nicht. Aber ich denke, dann sind wir relativ fein, weil das Einzige, was es, glaube ich, noch gelernt hätte, wäre Antikraft oder sowas, wenn ich mich jetzt gerade das so richtig im Kopf habe. Ah, komm. Das hättest du auch gerne treffen dürfen. Zerschneider. Müsste. Alter, ein Venusaur ist mit Doppel-Spezialangriff geboostet. Uff. Zerschneider. Langsam macht es mir nämlich Angst. Dreifach. Was soll ich rauswechseln? Aber auf wen? Das ist eine gute Frage. Du wirst jetzt als Togekiss drin, ne? Togekiss, Level 12 gegen 14er Venusaur. Und Venusaur kann Giftattacken, das ist kritisch. Pflanzenattacken, das juckt dich nicht. Ja. Ich bin normal Flug, ich bin kein Fee. Ja, aber du kriegst trotzdem relativ gut Schaden. Ja, ich krieg gut Schaden. Aber kann das denn aushalten? Also Frigel kann ich nicht reinwechseln, ich bin so viel zu hoch vom Level. Uschi hat viel Leben, aber... Ja, ich glaube, Uschi ist doch die beste Möglichkeit noch. Ja, dann wechsle ich mal Uschi ein. Ich hätte auch vielleicht auch einfach weiter drauf gehen sollen, aber das ist halt schon Gamblen. Biss. Und dann setzt Biss ein. Ja, gut, Biss macht aber nicht viel gegen Unlicht. Geh schon mal zu den Typen hier oben, oder? Ja, komm, ich mach hier den Typen. Ja, ich mach die zwei Uschi ich mach noch die zwei Trainer, die noch unterwegs sind, damit ich dann nicht aus Versehen hier reinrenne. Und der hat 4 Pokémon und Seetraking. Bitte nicht noch einen Drachentrainer. Bitte so, sein Seetraking ist Level 2. Ja, das ist der Carpador-Trainer. Oh. Dragonier, es ist ein Drachentrainer. Ja, aber Level 2 ist ja irrelevant. Okay, jetzt ist aber 14 und jetzt kommt wieder Knaxel. Es geht wieder los, Wavepopü, Alter. Eieiei, Knaxel ist natürlich schon wieder heavy. Nochmal Knaxel, oder? Natürlich wieder Knaxel. Okay, sie sind beide tot. Ja, Dr. Oscar setzt auch Wachstum ein. Der Trainer hat, glaube ich, nur Wachstum gegen mich eingesetzt. Oh, das schaue ich mit dem zweiten Zerschneider.
Meine Güte. Zerschneider war, glaube ich, eine gute Wahl, auch wenn ich es vielleicht später trotzdem mal verlernen lasse. Ja, ja, natürlich, später kann man es noch verlernen, aber halt jetzt, damit du überhaupt was hast, ne? Ja, ich habe sowieso nur TMs, also dementsprechend bis so viele TMs, die passen auf Crocker, wird es, glaube ich, nicht geben. So, den einen Typen, den will ich auch fighten, ne? Das ist... Ich kämpfe beide jetzt auch. Oh wow, der eine guckt genau weg, wenn ich losfahre mit dem Fahrrad. Nee, das gebe ich mir so nicht. So, der Magma-Speier. Ja, der hatte bei mir im Drachenteam. Gift. Flunkiefer. Stahl. Ja, aber gegen Stahl kann ich ja nicht... Dann muss Uschi nochmal ran. Wobei, nein, ich schicke Fussel rein. Ich muss rauswechseln, weil ich mich mit Giftung vergiftet habe. Trugträne? Was war das denn auch mal? Das schwächt irgendwas von dir, ich weiß auch nicht was. Spezialverteidigung sind stark. Locker reicht ja 18. Horn Liu, bleib ich drin, ich hab Konfusion. Ich kann jetzt insgesamt Fussel kurz vorsetzen, weil Fussel, glaube ich, vom Rang noch am niedrigsten ist. Ah, Kampf ist schon gut, ey. Ein Volltreffer. Ja, mein Fussel. Nee, dann kämpf du mal weiter. Ich könnte eigentlich Fussel den Löffel geben. Aua, jetzt habe ich mir die Nasenspitze verbrannt. Oh nein. Willst du mir den Feuerspucker nochmal tauschen? Alter, komm. Vielleicht werde ich ja noch von mehr Leuten angerufen als von Annette und Tom. Wir kriegen alle unsere Nummern. Ja. Jeder. Kann das Ding eigentlich voll sein? Nimm meine Nummer. Also zu voll? Nee, geht nicht. Du kannst alle speichern, die dich fragen. Okay. Geowurf! Was macht Geowurf nochmal genau? Das Level Schaden. Okay. Ja, immerhin, wenn man mal nichts hat, ne? Ist es halt. Oh, was nehme ich denn dafür raus? Fußkick. Was hast du denn jetzt gerade für eins? Wer will's lernen? Menki, also fusselmännlich. Ja. Kannst halt zum Schwächen relativ gut nutzen, weil du halt dann nicht quitten kannst oder so eine Scheiße. Aber was nehme ich raus? Fußkick ist halt gegen schwere Gegner ganz geil. Was ist, hast du eine andere Kampfattacke? Weil ich würde die andere Karateschlag. Aber ist halt eigentlich besser, weil wenn dann so Normal-Pokémon kommen, die halt nichts wiegen, zum Beispiel Snubbel oder so. Ja, ist halt ich hau mal Fußkick raus. Genau. Und Kratzfurie möchte ich einfach noch behalten für sowas wie Safcon oder so. Irgendwas, wo ich einfach nur Damage... Fussel Weibsich freut sich über das schöne Wetter. Wie süß. Also ich wäre jetzt ready für den Encounter. Ich gucke aber mal kurz, ob wir denn rein theoretisch... Oh, ich muss einmal kurz hier... Wir können theoretisch direkt hoch in den Nationalpark, um das nächste Pokémon zu fangen. Okay, also gehen wir jetzt erstmal nach rechts. In das Gras. Erstmal nach rechts. Wenn du fertig bist, sag Bescheid. Ja, ich gehe ins Gras jetzt. Okay, ich bin aber nicht zu weit laufen, da ist ein Trainer. Ja, habe ich auch gesehen. Mein Encounter ist ein Radikal. Okay. Hey, Keule! Jawohl! Ja, das hab ich fast schon gedacht. Oh, das setzt Hypnose ein. Crocker schläft. Crocker schläft. Und Noctu setzt nochmal Hypnose ein. Crocker schläft. Noctu setzt nochmal Hypnose ein. Crocker ist wach geworden. Ein Zerschneider sollte aber nicht Noctu rausnehmen, ne? Nee, das sieht gut aus. Aufruhr! Okay, Volltreffer. Okay, noch ein Zerschneider. Das sollte dann okay sein. Weiter sollte ich nicht gehen. So, jetzt sollte ich auswechseln. Genau, auf irgendwas, was... Einfach Uschi, weil Uschi viel KP hat. Ich werfe auch mal einen Pokéball auf, das ist radikal. Boah, natürlich ein Volltreffer. Was ist denn los bei dir? Dann verletz dich bitte nochmal selbst, natürlich. Energiefokus. Oh, es hat nichts gegen Wusel. Das ist natürlich schön. Spricht für ein Pokémon mit nur normalen Attacken. Das ist natürlich geil, so Geist am Anfang zu haben, ne? Ja. Geist-Pokémon Anfang ist schon gar nicht mal schlecht. Verletz dich bitte nochmal. Noctu wäre gefangen. Nice. Männlich, weiblich?
Moment, lass mich kurz nachgucken, Spitznamen geben. Ich glaube, war aber männlich. Ja, männlich. Wir hatten Keule und ich habe in Ark meine, in Ark heißen meine Argentavis Armee Keulenbrust. Nenn es bitte Keulenbrust. Die gute Keulenbrust. Das passt aber nicht, ne? Echt? Ein Buchstabe zu viel. Ich könnte das E wegmachen von Keulen. Ja, dann heißt Keulen. Mach. Keulenbrust dann. Naja, okay. Keulenbrust. Okay. Ich habe mir dieses Radikal. Das will ich gerade noch nicht fangen lassen, aber rein theoretisch habe ich das. Okay. Es wäre Carlos. Mit C. Carlos. Ich bin flüchten! Fuck, ich bin geflohen. Du bist geflohen? Ja, ich werde Keulenbrust natürlich trotzdem noch benennen. Ups. Kommt direkt in die Ripbox gleich. Okay. Ja, gut, das wäre eh nicht das gute Paar. Das wär nicht gut. Aber es hätte Hypnose und Aufruhr gehabt. Das wäre schon nicht schlecht gewesen für den Anfang. Ja gut, ich das bringt aber haben können, das ist Hypnose und Aufruhr ist halt auch nicht so die beste Kombi. Ne? Ich gehe trotzdem mal Kur. Nein! Ach, das ist der andere Trainer. Oh hey, der Typ, der bei mir Drachenviecher hat. Ich quatsch so lange die Leute im Nationalpark an, ob sie was schenken. Mhm. Ja, das hat funktioniert. Oh, Schnäppke. Flinkklaue. Die eine Tussi, die den Snobilikat schenkt, dir Flinkklaue. Oh, Flinkklaue ist nice. Auf den Park spazieren. Jetzt sneake ich mich mal ganz sneaky an dem Gras vorbei, weil da Trainer drinne stehen, soweit ich mich recht entsinne. Geh gucken, ob wir rein theoretisch dort hinten noch... Wolf ruft mich an. Das war ein schlechtes Hallo, Pokémon. Ich bin Wolf, alles okay? Moment, magst du etwa Karpels? Naja, ich finde sie ganz okay. Aber so läuft es hier in der Welt. What? Karpels ist cool. Das stimmt. Dann können wir auf der nächsten Route nach dem Nationalpark auch noch ein Pokémon fangen. Okay. Da habe ich gehört, machen wir das auf jeden Fall noch und dann schauen wir mal, was wir da für Pokémon rausbekommen und dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir vielleicht doch lieber noch angeln gehen oder wie wir es machen. Dann wir jetzt das mit Item hinten ein. Das ist mir jetzt so riskant. Komm ich nicht hoch? Uschi auch noch. Ich werde auf jeden Fall meine Pokémon heilen, bevor wir was nächstes sammeln. Ja. Es hat halt nichts gegen mich gemacht. Es konnte nichts gegen mich machen. Ärgert mich. Am Schluss. Meine Güte, so ein 4-Non-Tor ist schon. Da habe ich schon ein bisschen mehr Respekt vor. Ich muss ja so sagen, so haben wir auch diesen verkackten Fangversuch hinter uns gebracht, dann wird das hoffentlich nicht mehr passieren. Ich habe Blubber-TM gefunden. Ja, Mann, Blubber. Der Shit. Aber man muss jetzt natürlich sagen, wir sind wenigstens beide ähnlich häufig schuld gewesen, dass was schiefgelaufen ist. Also, ja, also, gut, aber das ist. Ausgeglichene Gerechtigkeit oder so. Ja, also, ich glaube, ich habe trotzdem noch, wenn man Counter führen würde, wäre ich der, noch häufiger verkackt hätte. Aber... Weiß gerade gar nicht. Nee, es dürfte eigentlich gerade 3-3 stehen, oder? Ich habe den Counter verkackt, ist jetzt nicht so schwerwiegend wie ein Tod, würde ich behaupten. Aber, Ich habe ganz am Anfang, konnte ich nicht fangen. Stimmt, da war irgendwas. Genau, da hattest du halt das Problem. Da waren wir aber beide mal auch, ne? Also, ich weiß es nicht, habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Erstmal Donnerwelle. Achso, der hat bei mir Eis gehabt. Und ein 4-Non-Tor und ein Yugong, selbst nur auf Level 10 bis 12, machen meinem Team doch ganz schön Stress. Ja gut. Es verwirrt durch Ampelleuchte. Aber ich kann nicht... Nö. Erstmal einen KP-Erholung. Erstmal einen Trank reinslurpen. Oh, Yugong kann auf jeden Fall Kopfnuss. Schön. Also du willst einen Yugong fangen. Nein, das war das Yugong von dem Typen. Ja, aber im Sinne von, wenn wir einen Yugong fangen, können wir Yugong Kopfnuss beibringen. Ich muss nochmal ein Erholungs-Item einsetzen. Okay. Hat mich halt selbst angegriffen. Achso, ja, gut.
Das, ich halt verwirrt durch Ampelleuchte. Ja, das hatte ich auch mit. Ja, das war mein Arena-Kampf. Ah, jetzt sendst du mal Eissturm ein. Ja, die Initiative ist sowieso schon gering. Dave ist verwirrt. Dave verletzt sich wieder selbst. Och, Dave. Come on, boy. Ich wüsste aber jetzt auch nicht, worauf ich wechseln soll. Hard King macht keinen Sinn, hat Schwäche. Crocker sowieso. Uschi hat noch 39 Leben. Okay, aber Uschi sollte wenigstens eine Sache tanken. Dann kann ich Uschi nochmal heilen. Das wäre das dritte Heil-Item. Hier, Crocker hat keine Schwäche. Crocker resistiert durch Stahl, Eis. Also es wird nur neutral getroffen. Achso. Na ja, gut. Renn so lange einfach hoch und runter, damit mein... Dann fuckst du mich, Mark. Yukong kriegt einen Mogelhieb ab von der Uschi. Ich habe meinen Encounter schon encountered im Nationalpark, weil ich ins Gras gerannt. Ich warte noch hier auf dich. Ich werde trotzdem halt... was hast du denn? Kannst du schon mal ein bisschen erzählen? Ich hab ein Manntier. Männlich, Level 12. Manntier? Das war das Faultier. Ah, ja, okay. Ich weiß. Ich war auf Excel schon mal... Uschi versucht, Abschlag zu erlernen. Abschlag ist halt leider im Playthrough gar nicht mal so gut. Vielleicht gegen die Arena-Leiter, weil die gerne mal Items haben, aber... Ja, aber... Ist halt schon mal... Es ist was gegen Geist. Es ist was gegen Geist. Aber will ich Wirbelwind vergessen lassen? Ja. Was willst du mit Wirbelwind? Ja, dann Wirbelwind raus. Dann hätte Uschi immerhin mit Abschlag was gegen Geist. Und Uschi ist ein gutes Mon. Das stimmt. Ich weiß gerade gar nicht, mit was Uschi... Ach, Uschi war mit Gruselwusel. Das hatte ich Psycho, ne? Hatte ich Psycho? Hatte ich mir Puck? Ja, ich glaube, ich hatte Psycho. Also ich weiß, dass ich Geist hatte. Weil es halt war... Ey, die Arenen sind halt auch nicht freundlich zu mir, ne? Das stimmt. Ba 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 bam. Da 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 da. Wieder meine, ne? Nee, ich hatte Boden. Stimmt, du hattest Safe-Boden, war das, ne? Ja, wir haben aber auch nur einen Kampf gemacht, ne? Das war... Ja, aber ich habe halt Dicktree gehabt und Dicktree ist halt nur Boden. Von daher brauche ich nicht mehr zu gucken. Ich dachte immer, das wäre Gestein auch noch. Also nee. War immer nur Boden. Ich habe nicht so viele... Also es gibt relativ viele Boden-Gestein-Pokémon mit Rihorn, Rihornia, Georock, Geowarz, Onix, sowas. Ja, genau. Deswegen habe ich das halt auch im Kopf. So. Ja, aber Dicktree tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie viel es in der ersten Generation gab. Ich muss jetzt auf jeden Fall einmal kurz Fahrrad zurück, weil... Ja, ist gut. Noch nie so einen starken Gegner, weil die sind fast alle bis auf der King. Ja, komm. Gib mir auch deine Nummer. Wir werden gerne die ganze Zeit angerufen. Ja, Mann! Ja doch, es gibt relativ... Es ist schon relativ. Also in der irgendwas ersten... hat mich angerufen und ich habe gerade noch mein A gespammt und habe den Anruf da... Nein! Ich bin in Doppelkampf reingerutscht mit dem Fahrrad. Oh je. Ja gut, also... Das ist kein Doppelkampf! Das sind einzelne Kämpfe! Oh Gott sei Dank. Zumindest etwas. Ich direkt wieder Yugong, ne? Also, Leute, wir haben langsam gut hier mit Yugong. Erstmal sofort auf Hard King rausgewechselt. Das Ding ist, Alter, was gut ist, weil du hast ja gesagt von wegen, ja, hier Geist und Frisselblitz, also Dave bringt dir nichts. Weil ich verzichte gerne drauf, Magnus in eine Bodenarena mitzunehmen. Ja, verstehe ich. Guck halt gerade schon mal durch, weil dir wird dein Fussel nichts bringen. Mein Fussel wäre okay, obwohl, warte, kriegt auch neutralen Schaden. Naja, mein mit Abschlag ist jetzt Dingens gut. Also Uschi ist jetzt... Oh Gott! Wuselwusel wäre auch okay, würde ich behaupten. Magnus, wie gesagt, nicht. Wavepupü ist sowieso Safe Call. Die hat ja nur zwei Pokémon, oder? Ja, wir dürfen nur zwei mitnehmen. Oh. Mein Call wäre noch immer jetzt gerade so Uschi und Dings am liebsten, aber da passe ich mich natürlich auch ein bisschen mit an. Also das Ding ist, ich habe Wavepupü mit dieser Eiswalze-Attacke. Von daher wäre ich mit Wavepupü, also Wavepupü sowieso safe, weil es ist Bedroher. Ich will nicht fangen. Wieso klicke ich denn da drauf?
Ich hab wieder vergessen, was du hattest. Gerade ein Jugon gegen mich. Nein, als Arena. Geist. Geist. Weil mein Gedanke wäre vielleicht Panzer Aeron und Horn Weisel, weil Horn Weisel hat wieder den Flugtypen und wäre immun gegen den Scheiß, anstelle von halt Hariyama und Manette. Mhm. Das vielleicht noch als Vorschlag. Weil, ja, das geht ich meine, gut, ja. ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich meine, gib mir mal meinen Bericht hier. Verteidigung 33-30 und da ist das Vieh hier schon. Also, für mich wäre auf jeden Fall Hornweisel besser, hat die besseren Verteidigungswerte, wäre den Step halt ab. Mhm. Und ich glaube auch von den Attacken her, weil Abschlag ist halt wieder so von wegen, wenn es Item hat, okay. Nachnebel, Reiteschreif, ne? Fluch, das hat, also Gruselwusel ist halt eigentlich nicht so geeignet als kämpfendes Mon. Also, je nachdem, wenn du jetzt sagst, du von wegen hier dein Panzer Aeron kann nichts, dann. Ich meine, da oben lag noch im Dings lag noch eine TM. Noch eine TM, ne? Also, das könnte man wobei, auch dadurch könnte halt immer noch Togekiss auch viable werden, ne? Wenn das eine wirklich gute TM ist, die Togekiss. Aber mit Mampfaxu als Baby-Pokémon will ich halt ungern mit in so einem Ding. Willst du eigentlich noch nicht in der Arena haben? Nee, ne? Nicht unbedingt. Wie gesagt, ich wäre jetzt einfach ein bisschen im Kreis gelaufen, aber das Spiel dachte ich so, lol, du bist jetzt ein Zweiter. Was war Mantiabs nochmal? Die Vorentwicklung von Mantax. Achso, ja, okay, dann kann ich mit Hardking ja locker auch kurz mal gegen anstinken. Das sollte ja nichts können, auch auf Level 15 nicht. Nichts, was ein Panzer Aeron einfach gefährlich wird, würde ich behaupten. Ich auch, außer Superschall. Das ist immer gefährlich. Aber Schnabel trifft. Boah, es macht halt keinen Schaden. Schnabel ist halt einfach viel zu schwach. Es trifft, ja, aber es ist schwach ohne Ende. Ja. Boah, und es macht... Alter Schwede. Ich hatte 2. Das ist jetzt das dritte Item. Hard King muss das jetzt regeln. Ich habe aber gar nicht mal... Ich muss aufpassen vom Level her. Mhm. Meine beiden Main-Pokémon sind schon 19. Boah, der macht 15 Schaden mit dem Blubstrahl, das Scheißvieh. Alter. Wenn der crittet, bin ich auf einem HP. Alter, please stop this. Nein, er hat sogar einen High-Roll mit 16 jetzt gekriegt. Das heißt, er hätte mich sogar mit einem Crit töten können. Tschüss. Ich muss wechseln. Ich muss auf... Ja, okay, manches wird aber keine Erfahrung geben, ne? Ich gehe auf Uschi und Uschi muss das machen. Ja. Ich will eigentlich jetzt schon gefühlt keine Trainer mehr besiegen, einfach weil die zu viel EP geben können. Also, es gibt noch einen Trainer, den müssten wir klatschen. Sollten wir oben bei der Route nach dem Dingens... Wir müssen in der Arena auch noch ein paar klatschen, ne? Das ist nochmal eine andere Sache. Stimmt. Also mindestens... Also einen kann man vielleicht ausweichen, wobei es immer schade ist um das Geld, was da flöten geht. Stimmt. Ich meine, man könnte sagen, weil wir sagen ja Wave Popü und Gwaltro Safe, dass wir die tatsächlich einfach ablegen, damit wir nicht in Versuchung kommen. Aber es ist halt auch doof, wenn dann irgendwas stirbt dadurch, ne? Ja, klar. Da-dum. So, aber gut, wenn eins stirbt, unten. Ist es besser, als wenn wir es dann A nicht verwenden können und uns der Arena leider dann sweept, ne? Ja, klar. Ja, wir können ja dann mal schauen. Ich geh jetzt erstmal. Wo ist da? Erstmal. Dun, da, dun. So. Dun, 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 dun. Di, 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 di. Ich mag, wie sie alle das Kabalore spammen. Macht mich so glücklich. So, ja, ich beeil mich. Ich werde aber nur mit Schuhen rennen, dass ich nicht nochmal den anderen Trainer reinklatsche. Bitte? Wäre nice. Oh! Sprite ist verbuggt. Safe State. Ich kann wieder nichts machen. Nein, ich wollte nicht auf... Ich wollte auf Bericht drücken. Okay, dann ist Fussel jetzt drin, ne? Load Safe State ist... Da. Das ist Aufruhr, ein Uff. Oh, ich muss wirklich die ROM neu starten. Ich muss einmal speichern. Bing. Das Schöne an Fussel ist, dass es halt dieses
hier Dings hat, dass es genauer ist. Der Junge ist genauer. Bericht. Facettenauge. Das ist voll gut. Ich meine, er hat, glaube ich, noch andere Sachen wie Aufwertung oder sowas, das noch viel besser wäre. Aber es ist schon mal besser als nichts. Da, 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 dann. Ja, ich muss nur eben das Spiel noch starten. Box dir mal eine rein, Mantir. Ach, du hattest jetzt, was war das nochmal als Encounter in der Dings? Mantir. So. Sprites wieder gescheit. Ich werde nicht mehr mit dem scheiß Ding hier steuern, Alter. Da habe ich ein bisschen Angst jetzt mittlerweile bekommen. So, erstmal wieder absteigen. Guck mal, Mantir, der Ball hat dieselben Farben wie du. So, okay. Ja, ich komme jetzt auch an. Der Ball hat dieselben Farben wie du, Insta drinne. Okay. Ja, okay. Sagst, also erstmal gehe ich rein, ne? Ja. Nationalpark. Wer hatte da noch was Cooles? Die Frau mit den Snobili-Cut hinten auf der Bank hat eine Flinkklaue. Wildaffe. Würde es sich nicht bewegen, würde sein Stress unerträglich und es ginge im Augenblick schlechter. Das ist... Eine Flinkklaue ist schon mal nice. Kann man schon mal immer mit einem mitgeben. Ne? Ja, ja. Das ist so ein Item, wenn du nichts hast, dann kannst du Flinkklaue geben. Gib ich erstmal Hardking. Bam, bam. Zum Geben. Das war auch schon früher immer so, ne? Hat ein Pokémon nichts? Flinkklaue. Gib ihm. So, dann renne ich mal ins Gras. Mal schauen, was dazu kommt. Ich werde jetzt zum Flugtrainer, merke ich. Schwallboss encountered. Schwallboss ist aber nice. Erstmal ein Zerschneider. Pokémon. Immer so lange produktiv und suchst schon mal so Pokémon-Karten raus, ne? Schwalboss männlich wäre es auch. Kannst du auch schon mal Gedanken machen. Oh nein, das war eine schlechte Idee. Okay, das ist Heuler. Oh Gott, warum bin ich so unbedacht gerade? Ich hoffe, dass du das aufhörst damit, bitte. Wer klickt auf Flucht? Es tut mir ja leid. Ey, ich hätte gern Noctu gehabt, so ein Pokémon der Art hatte ich ja noch nie in meinem Team. So flugnormal. kaum Pokémon jetzt, die diese Nische an Pokémon für mich hätten besetzen können. Es tut mir leid. Ich hätte mit Noctu und Schwalboss, wenn es jetzt mal dann gleich im Ball drin bleibt, drei Flugnormal-Pokémon. Way. Ich werde vom Pflanz zu Flug-Pokémon-Trainer. Okay, deine Eisschwäche bleibt vorhanden. Ja, ich bleib meiner Eisschwäche treu. Und ich wechsle dann irgendwann später im Laufe des Playthroughs noch auf Drachen-Pokémon. Ja, und dann auf Boden. Schwalboss wurde gefangen. Sehr schön. Männliches Schwalboss. Spitznamen geben. So, wie hieß das jetzt, was du hattest? Mantier, das ist dieses eine Faultier, was aktiv ist. Das aktive Faultier, das macht keinen Sinn. Männlich. Ich muss gerade kurz mal. Pokémon. Okay. Ich habe es wohl falsch geschrieben. Ach, Mundtier. Heißt das? Ja. Die Vorentwicklung von. Ja, okay. Von Leta King, ja. Das ist eigentlich noch cool. Leta King ist schon wieder so. Ja, nee, das Ding ist, ich würde, wenn ich einen Evoliten finde, das Vieh niemals entwickeln lassen. Jo, okay, klar. Also. Sonst müsste es immer B drücken, wenn es sich entwickeln will. Ja, nee, mir ging's nicht ewig stellen, sondern Evolit, weil dann ist das Vieh super. Ja, klar. Ja, aber du willst es ja dann auch trotzdem nicht entwickeln. Ja, klar, ja, dann bringt mir der Evolit nichts, aber ich würde es insgesamt nicht entwickeln wollen. Was ist es eigentlich für ein Tier? Es ist ein Affe. Es soll halt ein Faultier darstellen. Ah. Oh, ein aktives Faultier. Aktives Faultier. Das weiß ich gerade. Wie viele Zeichen hat man? 3, 4, 6,
18. 10. Du musst es zusammenschreiben, aber weil das war eine wunderschöne Unterhaltung gestern. Grüße gehen raus. Nenn es bitte Roman und Tisch hinten dran. Der gute Roman-Tisch. Roman. Wer sind Sie denn? Roman-Tisch. Oh. Ja, ich bin begeistert. Bin mehr als begeistert. Dann hatten wir noch Rogetick. Also romantisch, okay. Gute romantisch. Der romantisch. Diese Strähne, ne? Ich muss irgendwie gerade an Molly denken, durch diese rote Strähne von dem Mund. Also, Moment. Um dem Romantisch gleich zu werden, würde ich gerne eine Duschlampe haben. Das ist aber ein Kerl. Ist ja egal, kann auch ein Kerl sein. Aber auch Dusch und dann Lampe, ne? Ja, also. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Nein, einfach nur, damit wir häufiger wieder ähnliche Namen haben, ne? Also, aber romantisch ist trotzdem noch netter. Ja, ja, klar. Also, ich kann mir den Mundtier auch eher als Badass Arschi vorstellen als ein Schweifhaus. Wobei Schweifhaus eigentlich auch schon Badass ist. Die gute Duschlampe. Ja, genau. Sehr schön. Annette ruft mich an. Romantisch ist guten Tag, Annette ist am Apparat. Du musst dich das anhören. Du kennst doch Earl, den Lehrer von der Pokémon-Schule in Viola City. Du hast mir schon erzählt, dass der klingt wie Beyblade. Ey, hier oben ist noch ein Ball, ne? Ja, wenn du... Einerseits ist ein Ball, wenn du bei dieser Lücke nach rechts gehst. Und wenn du nach links gehst, ist sogar eine TM. Ah, da oben muss man einmal sogar Kraxler oder so reinsetzen. Wie hieß das? Hm. Luxusball, ne? Okay, das hätte mich besser treffen können. Gut, das ist gar nicht mal so bad, also... Also, ja, so ein Luxusball, hätte ich das mit meinem Faxo gemacht, dann hätte ich vielleicht jetzt schon... Ich wollte gerade Maxax sagen, aber das war die falsche Pokémon-Reihe. Maxax. Ich möchte Drachentrainer sein. Himmelhieb? Was ist ein Himmelhieb? Ich glaube eine Kampfattacke. Habe ich ja kaum. Vor allem bringt sie dir richtig viel in der nächsten Arena, lol. Ja, richtig gut. Himmelhieb, ja, ist Kampf. Kinnhaken, der den Gegner gen Himmel schickt. Genauigkeit 90, Stärke 85. Ah. Bin kein Fan von nicht-treffergenauen. Aber kann man nicht, wenn man hier drüben ist, noch nicht irgendwo noch ein Item oder ein Item? Das weiß ich nicht. Sag Bescheid, wenn du lang gehen kannst. Zu lange laufe ich gerade bei dem Eingang hin und her, damit man Faxo vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen gewinnt oder sowas. Ich setze mich kurz auf mein Fahrrad, um hier an den Bäumen immer wieder anzuschlagen. Aber bin trotzdem schneller. Bam, bam, bam. Richtig. Und die Leute, die im Gras sind, können die irgendwas geben? Das weiß ich, das sind glaube ich Trainer. Das bin ich nicht reingegangen. Ah, okay, stimmt. I don't want to talk with you. Not yet. Okay. Später vielleicht. Ich trinke einen Sekt vielleicht. So, bin jetzt im Durchgang. Ja. Quatsch mit dem Typ im Durchgang. Käferturnier findet Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Nice. Ja. Brauchen wir aber nicht. Nee. Wie gesagt, das ist halt auch eher riskant in meinen Augen, von daher. So, Aprikoko-Baum. Plup. Aprikoko-Blup. Aprikoken. Ich geb kurz noch Aprikoken. Ich geb ganz kurz. Einen Trainer müssen wir hier aber fighten, ne? Ja, das meinte ich ja. Den Trainer müssen wir fighten vorher noch. Ich hab kurz noch Rosel geheilt, aber ich renn mal rein. Ich werde mit Hard King leaden. Mal sehen, ob ich deine Gedanken erraten kann. Bitte nicht. Alles gemein hier. Der Forest. Ein Hut. Schlag, Alter. Ach, ein Hut.
Mensch, jetzt für uns beide Flashbacks, wenn man Hutut oder Noctu sehen. Sadness. Vor allem, warum bleibe ich eigentlich mit Fussel als Käfer-Pokémon gegen ein Flug-Pokémon drin, was potenzieller Aeroas könnte? Ich wechsle dann da raus. Ich meine, er hat bis jetzt nur irgendwie was gemacht, um meinen Angriff zu senken. Aber muss ja nicht sein. Komm her, Blocker. Sag, es kann Verfolgung! Aber warte, ich wollte gerade sagen, oh, ich bin ja kein ziemlicher Pokémon. Sie hat mich halt trotzdem beinahe mit umgebracht. Ist okay. Verfolgung ist stark, wenn du auswechselst. So oder so, ne? Ja, selbst ich weiß, aber trotzdem schon. Das ist schon heftig. Ich löse jetzt Trugschlag ein. Also es kann, glaube ich, irgendwas zum... Also Verteidigung senken, habe ich gesehen. Es kann Verfolgung und ich habe es mit einem Tackle einfach weggequittet. Auch okay, Blocker. Fangst mit einem Tackle, so. Ja, so richtig gewastet, der Junge. Fussel will Blutsauger lernen. Hooray! Na komm, was hast du denn für Attacken? War eigentlich nichts. Ich meine, alles ist besser als Level 20er Stärke, ne? Boah, dass es immer eine Animation geben muss, wenn Flinkklaue triggert. Ruderlander! Ja, ist okay! Hat der Typ, oder was? Ja. Ja, also wow, wie sinnvoll ist das denn? Okay, was ist denn? Hutut hat mich hypnotisiert, setzt Aufruhr ein. Oh. Hardking wird wach durch Aufruhr. Ja gut, die Strategie habe ich in meinem letzten Arena-Kampf so im AB gemacht. Mit Aufruhr-Erholung in einem Doppelkampf. Das war schön. Und Flo hat es nicht gecheckt. Weiterkämpfen. Warum hat sie jetzt Aufruhr eingesetzt? Wegen der Erholung vorher? Vielleicht? Ein Biss. Alter. Warum spielst du mich auf einmal? Hä? Warum hat Dachnebel gebisst? Willst du mich verarschen? Ich muss einen Highlighter einsetzen. Ja, Hardking rastet aus. Macht Nyanma jetzt hier gerade. Backfisch, Alter. Backfisch? Was hab ich? Jetzt hab ich Bock auf Backfisch. Bitteschön. Alter. Ultraschall? Was macht Ultraschall? 20 Schaden. Ja. Okay. Durchgehend 20 Schaden war es, glaube ich. Bruderlander. Was macht denn gegen Bruderlander? Ja, hat kurz Panik. Das hat mehr war. Bruderlander gibt viel zu viel. Ich kann nicht in Gyarados raus, um den Angriff zu senken. Ich müsste dann rumwechseln, dass nichts Erfahrungspunkte kriegt. Oh, Mutter ruft an. Mama! Ah, hallo, Jospin! Ah, wie geht's dir? Ich hab heute beim Einkauf nützlich Zeit gefunden. Du hast dir von deinem Geld gekauft, du Blatt. Mein Geld! Hol es dir bitte beim Lieferanten im nächstgelegenen Kaufhaus oder Pokémon-Supermarkt ab. Du wirst es sicher brauchen können. Da bin ich mal gespannt. Jetzt gerne mache. Was möchtest du denn einsetzen, Bruderlander? Kopfnuss, ja, mit Kopfnuss kann ich leben. Einfach. Ching, ching. Boah, ich werde trotzdem jetzt einfach. Wie viel habe ich denn hier noch? 4 Tafel Wasser. Ja, ich glaube, ich will gleich noch welche einsetzen. Hardkick. Der Hardking jetzt einfach nochmal hoch heilen. Yep. Einen Trank normal habe ich nicht, ne? Ja. So, oh, warte kurz. Okay, sie hat nur 13 Dinger gekriegt. Gruselwusel ist Level 19. Ist hier unten Altaria. Oh, ah, hier kommt man nach da unten. Die Pokémon sind halt alle sehr kritisch, weil Wavepupu schreit danach eingesetzt zu werden, aber es ist schon Level 19. Magnus ist jetzt auch Level 19, Gruselwusel ist Level 19, so langsam kriege ich Probleme. Mugelbaum werden wir besiegen, ne? Weil, okay, ist ja sowieso auf derselben Route ja, wie jetzt. Ja, eben. Dementsprechend ist das ja sowieso egal, ne? Ich stehe da mal hier am Gras und warte auf dich. Ja, ja, ich muss jetzt schauen, dass ich das Altaria noch geklatscht bekomme. Was macht denn... Ach, was macht Gesang? Uff. Dass sie mit ihren ganzen Drachen-Pokémon um die Ecke geschissen kommen. Wechsel mal raus auf Wavepupu und ich werde weiter wechseln, dass ich dann nicht so viel Erfahrungspunkte. Ich meine, gut, das Bruderlander hat gerade 300 Erfahrungspunkte gegeben an jeden. Und das waren 2 Pokémon, da wird ein Altaria nicht mehr geben, aber. Setzt Heuler ein. Das ist okay. Pokémon. Oh, ich kann halt. Ich weiß halt nicht, auf was ich wechseln soll. Das ist mein Problem an der Sache. Ich weiß halt nicht, was es kann.
wechsel nochmal zu Blocker zurück, um nochmal zu Wellfopü zu wechseln, dann ist der Angriff komplett im Arsch. Ich esse so lange meine Käse, Soße, Nudeln, die ich mir vorhin ja gemacht habe. Warum? Hm. Mhm. Ich halt nicht, ob das Finnstoß ist. Ich will gerade durch meinen Encounter schon mal. Wir können ein bisschen warten, ne? Furienschlag. Wie geht's denn euch, Leute? Ja, Leute, ja? Wie ist der Tag? Hattet ihr ein schönes. Hallo? Heute ist Dienstag. Gar nicht. Vorhin war Dienstag in der ersten Aufnahme. Haben wir jetzt Donnerstag? Ich weiß nicht, ob wir. Warte, Dienstag. Also, wir haben Dienstag. Könnte Dienstag wieder sein. Wie haben wir denn jetzt? Hast du das oder ich jetzt, wieder? Das ist jetzt die vierte, glaube ich. Dann haben wir jetzt wieder Dienstag. Geil. Das passt sogar. Na Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer von uns beiden mehr verkackt hat, ob Kaltos oder ich. Ich weiß, ich kenne die Antwort und sie ist männlich. Aber eure eigene Meinung könnt ihr gerne mal kundtun. Und sie ist männlich. Blockbefehl, Alter. Ey, ich warte halt hier. Das ist immer so dumm, wenn ein Kampf so schnell vorbeigeht. Ja, und dann der andere dann so, ja, Blockbefehl einsetzen, Verteidigung steigt. Sozialverteidigung steigt, du kommst nicht mehr an mir vorbei, Bruder. Zirnkling ist nicht gut, wir machen Windstoß, ist eigentlich auch nicht so gut. Ist kein Erstauner. Oh wow, es macht gar nichts. Also das Ding ist, es kann Furienschlag, Erstauner, Heuler und Gesang. Ich bin mal so dreist und speede, weil ansonsten dauert. Ja, mach ruhig. Ich esse so lange. Ich wechsle nochmal auf Wavepopü raus, senke den Angriff nochmal, geh wieder raus in Blocker. Warte, bei Blocker, dass es aufwacht, weil Blocker macht letzten Endes mehr Schaden als Dingensy. Gott, Alter. Meine Fresse, Alter. Okay, ich hab's getötet. Das war anstrengend. Ich würde sagen, wir machen einfach hier die Abmont und sagen, dass man, dass wir jetzt trainieren werden. Was heißt hier trainieren? Wir machen die Arena, ne? Stimmt. Weil Gedanke, wenn wir jetzt das Pokémon fangen, dann könnten wir zumindest das noch trainieren. Weißt du? Ah. Und jetzt, ja. Also in der Theorie müssen wir sowieso noch die Arena vorher, die ersten Kämpfe machen und danach trainieren. Also wird noch eine Folge kommen, Leute. Wir erkundschaften noch ein bisschen die Gegend. Ja, gut, aber wir werden jetzt kurz noch hier. Jetzt machen wir noch den Encounter auf jeden Fall. Das war doch der Plan. Okay. Da verstehen wir ja hier. Ja, okay, ich bin ready. Ich hab nur kurz einen Schluck getrunken. Das hab ich gehört. Stay hydrated, Leute. Ja, stay hydrated und let's go! Mein Encounter ist ein. Bam, 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 bam. Ein Formeo, Alter. Wow, Sonflora. Ist das ein doofes Team? Das ist. Das ist Punkt. Ich meine, das ist besser als Sonnenkern, ne? Also, ja. Ja, Sonnenkern wäre, also so ein Flora ist ja wenigstens schon um einiges stärker. Es hätte wieder ein potenzielles Pokémon, was vielleicht wieder Schlafbruder und sowas kann. Aber ich weiß nicht, womit die es schwächen sollen. Ich gehe erstmal in Dave raus. Ich weiß nicht, was es eingesetzt hat, aber es hat mich damit verbrannt und beinahe Fussel getötet. Ich wechsle mal raus in Blocker. Mach mal bitte was. So, erstmal Sonnenflora paralysieren. Was kann der Junge? Er hat jetzt Aquaknarre eingesetzt. Okay, ruckzuck. Warte, Schlecker ist doof. Aufbereitung Amnesie. Also Sonnenflora fundet die ganze Zeit. Aber wie viel hat's jetzt gemacht? Ich muss heilen. Wobei, ich tausche einfach aus. Aber welches Pokémon macht noch ähnlich wenig Schaden wie Dave? Das ist gegen Frage. So ein Flora. Ha! Fussel! Jetzt Heil-Item ein. Hast du Geowurf gelernt, oder nicht? Hat Fussel nicht Geowurf gelernt? Ja, ich denke auch, dass da was war. Sonfloras Spezialangriff steigt. Geowurf. Und ein Geowurf solltest du mindestens aushalten. Okay, ich habe Formeo gefangen. Formeo kann seine Gestalt ändern. Seine Zellen reagieren auf Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Ich weiß, Formeo ist auch. Formeo ist. One Crit? Ah, nö! Aber warte. Ein Crit. Ich möchte aber nochmal Geowurf einsetzen, deswegen ich setze auch ein Heil-Item einmal ein. Jojo, ich brauche deinen Namen für ein weibliches Formeo.
Das ist doch vom Mio ist einfach so. Ich will dem Ding gar keinen Namen geben. Also ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber ich würde dann zu so einem Flora Flowey sagen. Also wenn du so ein Undertale-Theme raussuchen möchtest, keine Ahnung. Nein. Oh Gott, ja, da müsste ich erstmal nachdenken, was anders in Undertale vorkommt. Genug komische Kreaturen, dass man was für Formeo findet, würde ich behaupten. Oh Gott, mach doch nicht noch mehr Megasauger! Schrei doch bitte nicht. Wie machst du eigentlich damit? Von 40 auf 28. Ich setze jetzt erstmal einen Ball ein. Pokéball. Let's go. Also Flowey, okay, das ist ja auch, das ist auch sehr naheliegend. Und Flowey bleibt nicht im Ball. Dumme Pflanze, du! Du hattest heute Schwalbos als Partner. Und jo. Toge. Und du hattest einen Panzer. Ja. Flowey ist auf jeden Fall schon mal im Ball. Nice. Ich habe selber zu meinem Leidwesen nur Undertale richtig gespielt. Das höre ich in letzter Zeit so häufig. Es ist so traurig. Aber jetzt muss ich natürlich Charaktere in einen Scheißcharakter nehmen, ne? Weil ach, ein Scheißcharakter. Das ist. Ich meine, Formeo ist Trash, aber ja. Ja, aber ich wäre jetzt nicht. Okay, ich müsste sowieso weiblich, ne? Ja. Also blieb ja übrig. Oh, Elfis. Elfis. Ja, doch. Elfis passt wirklich. Nenn's Elfis. Es passt halt alleine, weil Elfis Trash ist. Sorry, ja. Nee. Flowey. Flowey. Mit EY ist das. Na, so, Flowey, ja. Und wir nennen. Nochmal extra kurz. Sonnenflora. So. Alphys. Gut, Flowey. Ist nicht schön. Ich könnte auf jeden Fall gerne mal gucken. Ist nicht schön, ja. Ich würde jetzt gerne noch zurückrennen. Und kurz das Vieh angucken. Denk an diesen einen Zweierkampf, der kein Zweierkampf ist. Erich ruft mich an. Wo ich nur noch einen Kampf hätte. Oh, Sie! Ich freue mich schon. Warte. Schon mehr von deinen Abenteuern zu hören. Tüt. Okay, Erich. Okay. Tüt. Okay. Erich! Tütmann! Du alter Tütmann. Tütmann, ich hab dir eine lange. Oh ja. Okay. Wir machen mal einen Blocker nach vorne, damit Blocker wieder ein bisschen mehr Friendship generiert, wenn ich mit ihm rumrenne. Friendship! So. Oh, dieser Manfaxo-Sprite ist so cute. Ich komme dann drauf nicht klar, ey. Ich finde Sorgekiss aber auch cool, wie es hinterherfliegt. Das ist wirklich. Blocker lässt gerade einfach seine Seele baumeln. Ah, so süß. Es ist immer schön. So, war deine dann. Ja, ich wollte kurz noch die Werte von den Viechern anschauen, deswegen renne ich auch gerade. Na, Julian, tut mir leid, kann nicht dran gehen. Nein, Julian, ich kann nicht. Items bewegen. Ich will mich eigentlich nur nachgucken, ob Flowey ein Item trägt. Eine Wilbierbeere. Erstmal in den Beutel mit dir. Ja. Erstmal richtig harte Gönnungen. Erstmal ein Item abgenommen aus der Box. Und dann möchte ich mir mal angucken, was die noch können, die beiden. Noctu muss sowieso erstmal bewegt werden. Upsi. Ja. Das sind Dinge, die sind mir auch doch nicht so häufig passiert, dass ich aber ich hatte das, glaube ich, schon mal. Alphys hat eine TM. Bruder, musst du los hier, Alter. Ja, gib mal her. Also jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken. Was Schwalbos, ob es noch was lernt, bis dahin. Schwalbos. Minus Angriffwesen, ja, danke, du Schlampe. Hab ich es falsch geschrieben? Prognose, ja. Verteidigung hoch, minus Angriff wieder, das ist okay. Aqua, flache Glut und Pulverschnee ist gar nicht mal so bad auf Elfis. Oh, Schwalbos wird noch Flügelschlag lernen. Wer dementsprechend, womit war es gelingt? Romantisch und, Duschlampe. Die Lampe, ne? Ja, aber Duschlampe hat halt nichts, wirklich nichts für mich gerade. So, ich hab gerade so Energiefokus, Zugabe und Aufruhr. Ist nicht so. Nee. Also, es spricht mich jetzt nicht an. Und von mir auch nicht so unbedingt. Also,
Von das wohl. Ja, okay. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das sind so die. Nee, das muss nicht sein. Ich gucke mir natürlich Sonnenfell noch mal kurz an. Wenn wir darüber reden, dass ich mich gerade gefreut habe, dass Alphys ein Item gehabt hat. Und dieses Item ist Absorber. Okay. Ihn. Kann wir können uns ja generell. Ich würde sagen, wir sind erstmal durch für heute. Könnte Absorber dann der Queen beibringen? Pro Queen? Wenn ich die wirklich mit in die Arena nehmen sollte, könnte sie dann zumindest Typenvorteil angreifen. Ich glaube, das mache ich auch. Sie hat auch das Schlauglas, von daher macht es vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Panzer Aeron nennt, glaube ich, nichts mehr. Das ist mein Problem. Vierte Gen. Nee, lernt halt nur noch Furienschlag. Müsste also mit Schnabel durchgehen. Aber immerhin, wenn ich es dann auf 19 habe, dann hat es auch noch gar nicht mal schlechte Werte. Ja. Und Frigü wäre halt doch schon relativ stark. Ja, mein Gedanke ist halt, Panzer Aeron hält halt was aus, ne? Das ist halt Frigü das. Hat immerhin verfolgt, ne? Mhm. Damit kann ich halt auch gut durchgehen. Ja. Mein Punkt ist, ich muss nur die Arena vorher klären. Ja. Wie viel sind es noch? Ich glaube, es sind auf jeden Fall noch zwei Trainer, die Pflicht sind vor ihr. Ich gehe mal kurz nochmal reingucken. Das gucken wir noch nach und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und halt auch erstmal die Session, würde ich behaupten, weil... Ja. Ja. Ich heile noch meine Pokémon erstmal. Guck mal kurz. Ich überlege halt, ob ich Schwalboss kurz mitnehmen kann. Wir könnten, wie gesagt, nochmal austauschen. Nur um die Trainer dazu machen. Genau, dass man halt so ein bisschen splitten kann. Also, weil Gewaltro und Dingen sind ja und Garados sind ja Pflicht, die würde ich halt tatsächlich die Zeit ablegen. Bei Magnus und Kuselwusel lasse ich es erstmal, weil die sind beide Level 19. Die würde ich dann versuchen nicht einzusetzen. Ich meine, wie gesagt, Bodenarena ist Magnus eh nicht gut drin. Aber dann tausche ich jetzt auch nochmal kurz Mantir mit Garados aus. Achso, genau. Wir nehmen dann die Sänger für Garados. Das können wir machen. Pokémon bewegen. Dann Schwalboss war das, ne? Mhm. Ja, Schwalboss bewegen. Und dann packen wir so lange Gewaltro raus, damit selbst wenn jetzt alle sterben würden, könnte Gewaltro da vielleicht allein durchgehen. Ist zwar dann kein schönes Gameplay mehr. Erst recht, da wir irgendwann Probleme kriegen würden mit dem Level. Aber, ja, wenn alle draufgehen würden, wären wir am Arsch, weil wir dann noch Sonflora und Formeo haben, um den Trainer, der uns gereckt hat, nochmal den nachzuholen, damit wir nicht überleveln bei dem Typen. Das wäre insgesamt mehr als kritisch. Da müssten wir, glaube ich, wirklich angeln gehen. Ja. Ja, dann würde ich sagen. Das stimmt. Wir belassen es dabei, es ist schon wieder fast eine Stunde Aufnahme, ne? Ja, habt ihr halt heute mal wieder was Längeres gehabt. Freut mich natürlich für euch. Ja, für euch freut mich das, für mich jetzt nicht, weil ich dann schneiden muss. Ja, ich muss gleich auch schneiden. Ja, morgen kommt der nächste Part. Also, nee, falsch. Das erzähle ich natürlich nicht. Für euch kommt morgen der nächste Part von unserer Sicht aus. Genau. Aber übermorgen, am Donnerstag kriegt ihr dann die nächste Folge natürlich, wie immer. Du bedankst dich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Das macht ihr schon mittlerweile nicht mehr in meinen Aufnahmen. Immer nur bei sich. So, das müsst ihr wissen. Das ist halt so geworden. Ich weiß nicht, seit wann das so abgehoben ist. Ich bedanke mich natürlich, aber du hast die abgemacht. Du Umpa-Lumpa, du, Wenn wir uns das nächste Mal sehen, ne? Boah. Uff. Jetzt kommen die Drohungen, Leute. Ich habe das erste Mal gespeichert, ohne zu speeden. Okay. Tschüss. Tschüssi.